mache ich jetzt bei so einem Projekt mit, das startet auch bald sogar die Tage, mit einem Mod-Launcher. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mario Party. Ja, diesmal habe ich den Wario-Skin. Leider ist mein Optifine Cape gerade irgendwie weggegangen. Manchmal deaktiviert die sich einfach. Ich habe die jetzt schon wieder aktiviert und deaktiviert. Die wird schon bald wieder auftauchen, war schon mal so. Also ich denke, die wird in ein paar Minuten wieder auftauchen. Nicht jetzt in der Aufnahme, ich denke nach der Aufnahme wird die wieder auftauchen. Und eine 6, das ist nice. Ja, also das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz sagen. Nicht, dass ihr euch wundert. Nein, ich habe sie jetzt nicht deaktiviert. Das ist unfreiwillig. Ja, und dann wollte ich euch noch sagen, dass ich jetzt bald einen neuen Skin bekomme und sich dann meins das Ganze individualisiert. Also ich habe schon einen Designer angeheuert. Er hat mir jetzt auch schon was gemacht, aber da wollte ich noch eine kleine Verbesserung drin haben. Deswegen dauert das Ganze jetzt noch ein bisschen und in spätestens der übernächsten Aufnahme werde ich dann den Skin haben, vielleicht auch schon in der nächsten. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Ja, wird, denke ich mal, ganz cool. Ja, auf jeden Fall das dazu. Und dann wollte ich euch noch mal was wegen Projekten sagen. Und zwar, ich spiele jetzt übrigens Ampelrennen, habe ich gar nicht gesagt. Und zwar mache ich jetzt bei so einem Projekt mit, das startet auch bald sogar die Tage, mit einem Mod-Launcher, dem AT-Launcher, mit dem Modpack Natural Magic, glaube ich. Und zwar, ja, es ist ein Projekt, dort hat man halt verschiedene Fraktionen. Es gibt die Wasser-, die Feuer- und die Erdfraktion. Und zwischen denen herrscht quasi Krieg. Und man muss halt so sein eigenes Imperium, sein eigenes Dorf aufbauen. Und ich bin Zweiter, das ist eigentlich schon ganz nice. Ja, und herrscht halt so immer Krieg und gibt halt noch viel, viel mehr zu entdecken, Events und alles. Und das nehme ich dann natürlich auch auf und das wird als Projekt auf meinem Kanal kommen. Und das wird dann mega, mega nice werden. Also freut euch da schon mal drauf. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Startet noch diese Woche. Ich weiß nicht, wann die erste Aufnahme kommen wird, aber die wird auch relativ zeitnah kommen. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja. Mal gucken, welchen Platz wir jetzt eigentlich sind. Das würde mich mal interessieren. Wir sind Erster. Nice. Momentan läuft's, aber ich kann jetzt natürlich nichts versprechen. Ein Doodle Jump. Oh. Leute, wie ihr es vielleicht im nächsten, im letzten Mario Party gesehen habt. Doodle Jump ist nicht meins. Ja, also auf jeden Fall das dazu. Dann wollte ich euch noch sagen, dass ich vielleicht, das wird wahrscheinlich auch schon in diesem Video gewesen sein, die Titelformulierung, sag ich jetzt einfach mal, ein bisschen geändert habe, weil mir sie so nicht so gefiel. Ja, weil ich finde, mit so ein paar Sonderzeichen und so, ist es halt mehr so, fällt das halt mehr so auf, nicht, dass ich jetzt irgendwie Klicker wäre oder so, sondern das sieht einfach schöner auf und aus und fällt auch mehr so auf. Oh. Also nicht meckern, ich bin schlecht, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ja, also das wollte ich euch einfach nur noch auch nochmal sagen. Ja, jetzt habe ich schon recht viel am Anfang besprochen, in den ersten paar Minuten. Ja, ich könnte euch vielleicht noch mal so eine kleine Real-Life-Sache sagen. Story will ich jetzt nicht sagen, weil es ist nichts mega, mega krasses, hammer, super. Ja, ich wollte euch nur sagen, ich war heute bei der Nachhilfe in Französisch. Und ja, irgendwie, naja, also klingt jetzt mega scheiße, wie ich das gerade formuliere, aber ja, diese Nachhilfelehrerin war ein wenig komisch, ne? Also, ich meine, für euch wird es wahrscheinlich auch schwer sein. Okay, wir haben verkackt, aber diesmal waren wir gar nicht so extrem schlecht. Also für euch wird es natürlich auch bestimmt schwer sein, jemanden zu verstehen, der nicht so gut Deutsch kann. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so rassistisch wäre. Auf jeden Fall war es mega schwer, da irgendwie was zu verstehen. Eine 1. Oh. Egal. Auf jeden Fall war es mega schwer, da zu verstehen, was der eigentlich von mir wollte und was der eigentlich da wollte. Und die war auch so schon mega komisch drauf. Da wollte ich einmal ganz kurz an mein Handy gehen, sofort. Ja, du musst dich jetzt konzentrieren, nichts Handy. Mega, mega komisch. Weil sonst ist das eigentlich bei keiner Nachhilfe so. Und generell auch hat mir dann halt so eine Aufgabe gegeben für zu Hause. Die dauert zwar nur eine Minute oder so. Die werde ich wahrscheinlich, dafür habe ich auch eine Woche Zeit, weil ich erst nach einer Woche wieder dahin gehe. Und wir spielen Woolblock. Ja, aber Woolblock kann ich jetzt eben ganz kurz erklären. Muss man halt den farbigen Block, den man gerade im Inventar
hat, auf dem muss man dann auch stehen. Wenn man dort nicht drauf steht, dann schaltet man halt aus. Ihr seht, jetzt muss ich auf gelb stehen. Und ich habe es auch geschafft. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt ganz kurz zur Erklärung. Oh nein, 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 nein. Okay. Ja, also es ist halt schwierig so zu verstehen. Und die hat mir dann noch eine Aufgabe gegeben. Was mega, mega scheiße. Nein! Oh, ich bin so dumm. Also jetzt läuft es einfach nicht. Wenn ich so mich so stark auf das Reden konzentriere, läuft es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall sorry schon mal dafür, dass ich jetzt so verkackt habe. Egal, dann kann ich ja jetzt erstmal weiter erzählen. Und zwar, ja, hat sie mir dann noch eine Aufgabe gegeben und die war auch generell mega, mega komisch. Ich habe halt nicht so viel verstanden. Hat mir eigentlich nicht so viel gebracht. Ich will auch eigentlich gar nicht in den Ferien zu Nachhilfe, aber werde dazu gezwungen. Ja, auf jeden Fall das dazu, also, ja, wie ich schon gesagt, mega, mega komisch. Dann habe ich übrigens noch heute die Nachhilfe verpasst. Also ich müsste eigentlich da 3 verkackte Stunden nehmen, Leute, 3 Stunden. Ja, aber ich habe es mehr oder weniger halt verpasst und kam eine halbe Stunde zu spät, war auch nicht schlimm oder so, weil die sind halt immer ganz korrekt dort. Also war eigentlich gar nicht so schlimm, bloß, ja, finde ich natürlich ganz gut, dass ich es verpasst habe. Eine 1. Jetzt läuft es aber nicht, Leute. Jetzt, ich fühle mich jetzt vom Spiel echt verarscht. Ich war Platz 1, aber das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Mit meinem Glück, da war sogar eine 6 auf dem Würfel, aber natürlich würfel ich sie nicht. Hätte ich sie jetzt gewürfelt, wäre ich natürlich noch extrem gut, aber ihr seht, welchen Platz. Ihr seht, wir sind jetzt von Platz 1 auf Platz 15. Jetzt sind wir Platz 13. Und ich bin TNT Run. Okay, also ich versuche jetzt mal was zu reißen. Also ja, wie schon gesagt, so war das eigentlich heute mein heutiger Tag. Und jetzt komme ich gerade eine Stunde oder anderthalb Stunden von der Nachhilfe weg. Hab gerade noch was gegessen, ein paar Videos geguckt und so weiter. Und nehme jetzt mal vernünftig ein Ründchen auf. Und ja, ist der... Was ist das für ein Spasti? Der hat mich... Habt ihr es gesehen, Leute? Der hat mich so gut wie extra rausgehauen. Wetten, das ist so ein Pro. Richtiger Idiot einfach. Ja, jetzt läuft es immer nicht. Ich hätte mich nicht so viel aus Reden konzentrieren dürfen. Da hätte ich, glaube ich, lieber so wie in letzter Folge bei den Minispielen einfach beim Spiel bleiben sollen und dann in den Runden, wenn man würfelt und so weiter, hätte ich dann meine ganzen Sachen erzählen müssen. Aber egal, hoffe, euch unterhält das irgendwie halbwegs trotzdem. Ja, also das war so mein heutiger Tag. Und sorry, wenn jetzt so ein paar Skype-Nachrichten reinkommen. Da bespreche ich halt noch was wegen dem Projekt und so. Und es könnte sein, dass ich sogar, aber nur ganz vielleicht, in den nächsten Tagen an einem Mini-Varo teilnehme. Also noch eins, das ist dann Mini-Varo 2 sozusagen bei mir. Weil momentan ist ja auch Varo 3 und ich bin halt mega in diesem Hype drin und möchte einfach dann... Eine 3, naja. Möchte dann einfach noch halt das Ganze mal noch machen. Also halt auch machen wieder, weil es mir halt einfach so Spaß macht. Und ja, deswegen nehme ich vielleicht dann noch an einem Teil. Und diesmal mit meinem Real-Life-Kumpel, der hat auch einen YouTube-Kanal. Den werde ich dann, wenn wir da eine Folge mit ihm aufnehmen, in die Beschreibung packen. Und jetzt sind wir jetzt Platz 12. Ja, also vielleicht kommt noch Mini-Varo und nebenbei halt noch das eine Projekt. Also wird halt mega nice. Aber ich werde natürlich auch nicht andere Spiele vernachlässigen. So Let's Plays mit wie Star Wars oder so kommen irgendwann nochmal die Tage. Ja, Pferderennen finde ich eigentlich ganz nice, das Game. Mal gucken, ob wir dort wieder in die Top 3 kommen. Ich weiß nicht, wie gut die anderen diesmal sind. Ich hoffe, die anderen sind nicht allzu gut. Weil dann, vor allem wenn sie immer auf Sneaken kommen, ist das gut für uns, weil dann steigen die halt vom Pferd ab. Und das braucht halt Zeit, wieder drauf zu steigen. Ja, momentan sind wir halt Platz 4. Ich hoffe, wir können noch einen aufholen. Weil ich würde schon gerne in die Top 3 kommen. Wenigstens sind Pferderennen. Weil Pferderennen kann ich eigentlich ganz gut. Und wenn ich dort nicht in die Top 3 komme, dann läuft es einfach nicht. Aber die anderen scheinen auch ganz gut zu sein. Seht ihr hier? Also, ich glaube, wir werden Vierter bleiben, oder? Weil hier gibt es auch nicht sowas wie Windschatten. Oh! Nein! Heute, jetzt läuft nicht, jetzt läuft nicht. Leute, jetzt... Hä, der springt gar nicht. Seht ihr das? Jetzt springt er, lol. War wahrscheinlich nur so ein Bug. Aber wegen Bug werde ich jetzt völlig abkacken. Also Leute, heute läuft es immer nicht. Heute läuft es einfach nicht.
Aber egal. Hoffe, euch unterhält das Ganze trotzdem. Ich meine, da kann man ja nichts machen. Ja. Also, da haben wir ein bisschen verkackt. Aber gut. Ja, mal gucken, wenn wir jetzt so ein bisschen Glück haben, in die obere Liste zu kommen. Ich weiß ja nicht, wie weit die anderen sind. Eine 3, naja. Also ist jetzt halt nicht das Beste, was wir jetzt hier machen. Am Anfang war es mega, mega gut. Aber okay. Also freut euch doch schon mal auf andere Projekte. Ich werde momentan viel in Sachen Minecraft machen. Aber es werden natürlich auch noch andere Games kommen, keine Angst. Nur, mir macht momentan halt mega viel Spaß. Wir sind übrigens jetzt Platz 13. Mir macht es momentan halt mega viel Spaß, Minecraft aufzunehmen. Jetzt sind wir Platz 11, weil wir ein Bonusfeld hatten. Ja, und jetzt spielen wir One in the Chamber. Ja, mal gucken, wie das wird. Ja. Also, ihr habt vielleicht auch schon mein neues Design gesehen. Das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Ja, das hat mir halt ein lieber Designer gemacht, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Hä, warum ist das Ganze jetzt grün? Liegt das jetzt an meinem verbackten... Ah, Nachtsicht. Warum haben wir Nachtsicht? Lol. Warum haben wir Nachtsicht? Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, das gab's auch nie in One in the Chamber. Hä? Wir treffen die einfach nicht. Hä? Wie viel hält der denn aus? So. 4. What? Als ob der schon 12 hat. Der hackt doch. Nein, aber ohne Spaß. Als ob der schon 12 hat. Wie gut ist der? Oh, ich habe ihn auch noch getroffen. Richtig lustig. Der killt mich so und ich treffe ihn auch noch. Also heute... Also echt. Kann man nur so Pro sein. Entweder ist es so ein übelster Bow-Pro. Bow-Pro. Hört sich an wie GoPro. Ja, okay, der hat einen abgestaubt. Da hätte ich mich lieber killen lassen müssen. Also heute läuft es einfach nicht. Das liegt halt auch daran, dass jetzt... Ich war gerade noch zweiter Platz und jetzt... Seht ihr, wie es jetzt läuft? Jetzt läuft es einfach scheiße. Jetzt machen die anderen einfach so viele Kills. Ja, heute läuft es einfach echt nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute einfach schlecht spiele. Hä? Wie die Map einfach aussieht. Warum haben wir jetzt eine Nachtsicht bekommen und warum war die so dunkel? Egal, heute läuft es einfach nicht. Heute ist irgendwie so ein bisschen was komisch. Aber hoffe, euch unterhält die Folge. Wenigstens habe ich jetzt eine 6. Hoffentlich unterhält die Folge euch wenigstens halbwegs. Ja, mal gucken. War noch viel Information heute. Und wenig aufs Spielerische geachtet, sage ich jetzt einfach mal. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Minispiele an. Ja, wir sind Platz 8, das geht noch klar. Und wir sind jetzt... So, verbleiben wir jetzt. Das Spiel ist schon zu Ende. Das heißt, wir sind jetzt Platz 8. Heute lief es einfach nicht so dermaßen im Gameplay-Technischen. Die Folge ging auch nur 13 Minuten. Also war recht kurz, weil die anderen auch ganz gut waren. Die sind halt Zombies. Das ist anscheinend so eine Halloween-Map. Deswegen war auch die One in the Chamber-Map so dunkel. War das irgendwie so eine Halloween-Map? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, Gameplay-technisch heute nicht so extrem drauf geachtet. Mehr Informationen als Gameplay. Hoffe, euch unterhält das wenigstens auch ein halbwegs. War eine kurze Runde, die anderen waren mir nicht auch nicht schlecht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.